Hi, mein Name ist Jonas Sampel und ich bin Produktexperte bei Mercedes-Benz. Neben mir steht unser Mercedes-Benz EQB und welche Highlights dieser so bietet, zeige ich im kommenden Video. An der Front befindet sich Mercedes EQ-typisch ein schwarzer Black-Panel-Kühlergrill mit einem Zentralstern. Darüber befindet sich ein durchgezogenes LED-Leuchtband, welches die beiden Scheinwerfer miteinander verbindet. Bei unserem Fahrzeug haben wir die optionalen LED-High-Performance-Scheinwerfer verbaut. Diese blenden bei entgegenkommendem Verkehr automatisch ab und blenden danach auch automatisch wieder auf. Unser EQB hat eine optionale AMG-Line verbaut, welche man an den Lufteinlässen vorne erkennt und an den 20 Zoll großen AMG-Leichtmetallfelgen. In Verbindung mit dem optionalen Night-Paket verleiht das dem EQB dadurch einen äußerst sportlichen und futuristischen Charakter. Den Mercedes EQB gibt es in drei verschiedenen Motorisierungen, als 250er, als 300er und als 350er. Alle Motorisierungen haben nach WLTP-Angaben eine Reichweite von über 400 Kilometern. Angekommen am Heck fällt eine Sache direkt auf, und zwar die Form. Er ist sehr kantig und damit äußerst charakterstark. Dank des großen Kofferraums bietet der EQB eine optionale dritte Rückbank für insgesamt 7 Personen. Die Ladebuchse befindet sich auf der Beifahrerseite hinten am Fahrzeug, wo man sonst auch den Tankdeckel findet. Geladen werden kann der EQB mit 11 kW an einer handelsüblichen Wallbox. Dort braucht er von 10% auf 80% ca. 4,5 Stunden, während er an einer Schnellladestation mit 100 kW ca. 30 Minuten braucht. Angekommen im Innenraum fällt uns eine Sache direkt auf, und zwar das voll digitale Widescreen-Cockpit, welches wir bereits aus der Kompaktwagenfamilie von Mercedes-Benz kennen. Hierüber können wir das Infotainment-System bedienen, wir können uns Informationen raussuchen oder uns die nächste Ladestation raussuchen. Und zur nächsten Ladestation bringen lassen klappt dank unserer Electric Intelligence Navigation richtig gut. Diese kennt nämlich die Daten des Wetters und der Topografie und berechnet diese mit ein und ermöglicht somit eine möglichst effiziente Routenführung. Außerdem haben wir eine Rekuperation mit an Bord, das bedeutet Rückgewinnung von Energie, welche situationsbedingt und vorausschauend arbeitet. Über das Navigationssystem können wir uns die verschiedenen Ladestationen raussuchen. Wenn wir jetzt noch Mercedes Me Charge aktiviert haben, können wir den Ladevorgang im Vorhinein über das Fahrzeug oder über die App freischalten und starten. Wie vorhin angesprochen, haben wir auch eine AMG-Line im Innenraum. Diese erkennen wir am abgeflachten Sportlenkrad und an den roten Ziernähten. Außerdem haben wir ein Zierelement, welches mit der Ambientbeleuchtung hinterleuchtet ist. Außerdem haben wir in unserem EQB ein optionales Head-Up-Display. Dieses projiziert die wichtigsten Informationen direkt in unser Sicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und hoffentlich bis bald. Ach übrigens, noch detailliertere Informationen zum EQB findet man in allen unseren Mercedes-Benz-Niederlassungen. Im nächsten Video stellen wir die weiteren Fahrzeuge der Mercedes EQ-Flotte vor. Viel Spaß beim Anschauen!